Ey Leute, ich bin ZF und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf jeden Fall werde ich in dem heutigen Video auf die tolle Amazon-Website gehen und da werden wir nach richtig teuren Produkten gucken und werden mal gucken, was es so für tolle Sachen gibt. Dann legen wir mal los. Hier sehen wir schon, hier gibt es wie immer tolle Angebote. Boah, der sieht aber krass aus hier. Ach so, das ist so ein Anki-Auto. Anki, Alter. Bestes Video übrigens, weil ich mit Lukas mal gemacht habe. Aber diese Autos sind so wahnsinnig teuer, ne? Sonst hätte ich da auch schon mal irgendwie eins gekauft. Und dann hätten wir noch ein neues Video quasi machen können. Da gibt es auch, glaube ich, auch irgendwelche, ja, hier so ein Truck-mäßig, so hier gibt es hier auch was. Alter, hier gibt es da richtig, lol, der sieht auch interessant aus. Ja, hier gibt es schon krasse Sachen, ne? Ja gut, aber jedenfalls, ihr seht schon, hier kann man wahnsinnig viele tolle Sachen kaufen, auch hier für Valentinstag und so. Wenn wir jetzt hier mal einfach hier oben in der Suchleiste was eingeben, irgendwas, was mir gerade einfällt, und dann werden wir das nämlich filtern nach dem teuersten Produkt, also das ist das teuerste Produkt, als erstes angezeigt und da wird und dann auf der ganz letzten Seite wird dann ganz unten dann quasi eben das günstigste angezeigt. Ne? Nur um mal zu gucken, was es so für tolle Sachen gibt und wenn ich das mal mit Wish-Produkten by the way machen soll, also das komplette Gegenteil, mit ganz viel Schrott meistens, gefakten Sachen und so weiter, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare Wish. So, also dann werden wir mal zum Beispiel was eingeben. So, hier steht natürlich hier wie immer steht hier legendäres Extaler Wasser, Daumen hoch. Dann ist ja schon legendär hier geworden auf dem Kanal. Dann gehen wir einfach mal ein, Extaler. Und dann gucken wir mal, was das teuerste von Extaler ist. Hier gibt es einfach so Kugelschreiber für 2,50 Euro. Dann auch noch mit 3,50 Euro Versand und nur noch eins auf Lager, meine Freunde. Da muss ich mir gönnen. So, ganz einfach hier aufsteigend ist natürlich, dass eben der günstigste Preis zuerst kommt und absteigend ist, dass das teuerste Produkt zuerst kommt. Da kann man hier oben sortieren halt. Ne? So, klicken wir darauf und dann sehen wir, was nicht von Extaler ist. Und zwar ein tolles Reiseset. Na gut, darum geht es jetzt nicht. Wir können ja mal nach Uhr gucken. Ja? Mal gucken, was hier die teuerste Uhr ist. Und zwar ist das die teuerste Uhr. Okay, ich habe jetzt eher gedacht, dass hier wirklich so richtig krasse Uhren kommen, wisst ihr, so eine Rolex oder eine Patek oder so, aber gut, gibt es hier anscheinend gar nicht. Oder eben nicht so teuer. Das ist die teuerste Uhr hier. Montbossin. Spricht man das so aus? Safe, oder? Wo kommt das her? Naja, Französisch, dann spricht man es locker so aus. Okay, die bieten hier auch Parfüm an. Interessant. Ja gut, das ist die teuerste Uhr, ist jetzt nicht mein Geschmack, ehrlich gesagt. Übrigens, in der Schweiz gemacht, ja. Also, krass, so eine Seltenheit. Nee, aber jedenfalls kostet die einfach mal 26.000 Euro. Klasse, die werde ich mir jetzt auf jeden Fall kaufen. Aber wir können ja mal nach dem Handy gucken. Und zwar, was ist das hier für eine? Ach so, ja, die kenne ich auch, die Firma. Weil was hier für komische Handys immer gesponsert werden. Na, hier sind ja so ganz normale Handys, hier so ganz komische Firmen und dann nochmal 100 Millionen mal Samsung. Aber wir werden das gleiche Spielchen machen und ihr seht schon von YGQNH oder wie auch immer. Ja. Ein 5G-Smartphone kriegt man tatsächlich auch günstiger. Stichwort Xiaomi oder Xiaomi, wie die es immer in der Werbung sagen. Und zwar ja, gibt es ja hier zum Beispiel eins für 199 Euro schon. Ja, also da braucht man nicht 1593,19 Euro ausgeben. Ne? Und dann auch noch von einer ganz komischen Firma. Und es kommt auch erst in 1 bis 2 Monaten an. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, aus China. Ja, ja gut, wer hätte es gedacht. Aber guckt euch mal bitte diesen Geschäftsnamen an. WTF.
das, da kann mir keiner sagen, das ist ein richtiger Geschäftsname ist. Na, was kann man noch gucken? Ich gucke mich mal hier so um. Guck mal hier, da, Leute, ist ein Headset. Aber wir können ja mal Kopfhörer eingeben, weil ich glaube mal, wohl, wir können auch mal Headset danach eingeben, aber wir können ja mal gucken, was die teuersten Kopfhörer hier sind. Und zwar sind das diese hier. Eieiei. Die sehen, also von dem Bild her, sehen die schon edel aus. Kann man nicht anders sagen. Das sind die schlechtesten Produktbilder aller Zeiten. Wow, keine Beschreibung. Uff. Wow, hier hat einfach einer geschrieben hier. One star, the cable is awful. So, alle Angebote, wow. Ey, wie kann man sich ein... Wie kann sich Kopfhörer für 7.300 Euro holen, Mann? Aus Italien. Von Fabio. Von Fabio. Guckt euch diese Kopfhörer an, die sind dann niemals zu viel Geld wert. Was ist das für ein Verkäufer, WTF? Guckt euch das hier an. Ist doch kein Verkäufer da. Klick mal rauf. Ey, das ist einfach fake. Das ist ja komplett fake. Guckt euch das hier an. So ein Geschäftsname hat niemand und so eine Geschäftsadresse auch nicht. Jetzt gucken wir mal noch schnell nach Headset. Ich glaube mal, ein Razer-Headset ist am teuersten. Wetten. Oh, jetzt habe ich auf Aufsteigen gemacht. Absteigen natürlich. Nee, doch nicht. TF. Gibt es ein Ersatzteil-Headset? TF. Da steht noch nicht mal eine Beschreibung. Das ist einfach. Wahrscheinlich kriegt man nur per E-Mail oder so einfach dieses tolle Logo zugeschickt. Keine Ahnung, was das ist, ey. Wow, einfach so, oh Gott, ey, einfach so eine, einfach so ein Beats, Mann, einfach so ein Beats-Bild einfach aus dem Internet, einfach irgendwo hergezogen. Und was ist hier los? Ja. Ich habe nichts anderes erwartet, wieder als wie so ein Fake-Verkäufer. Hier zum Beispiel nach einem Tisch oder so, was der teuerste Tisch ist. Steigend. Jo, was sind das für Tische, WTF? Okay, das ist der teuerste Tisch. Sieht irgendwie sehr modern aus, sagen wir es mal so. Was? WTF? Kann man einfach seine Sachen da... Ach so. Lol, als ob man das da warm machen lassen kann. Das ist der Wahnsinn. Wetten, das locker, das ist wieder irgendwas Fake-mäßiges. Natürlich auch 24.000 Euro. Ach so, das ist die tolle Marke. Aber wer ist der Verkäufer? Na klar. Na klar. Na klar. Die anderen Tische hier. Antique Alive 2 vor allem dann auch noch. Oh, das sieht schon seriöser aus, obwohl, ja. Die Bewertungen, ja. Zweimal Jens Begemann. Nee. Nee, da kann mir keiner sagen, dass es echt ist hier. Ey, wenn das jetzt echt ist, guckt euch doch diese Internetseite an, Mann. Guckt euch die Seite an. Das ist doch niemals seriös. Einfach aus Gangnam, ja. Leute, Gangnam Style. nee, aber da kommen Leute, das ist doch fake. Jedenfalls sind die Preise realistisch, sagen wir es mal so, mit ihren Lieferzeiten und mit ihren Versandkosten und so weiter. Was ist das bitte? Das sieht aus wie so eine Mischung aus so einem Lego-Spielzeug und so einem Tisch, Alter. Was ist hier los? Das ist doch alles fake. Hier das auch. Locker. Da denkt man sich so, wow, krasser Name. Und dann, also da kann man noch leichter reinfallen, als wie bei dem anderen, ja. Ihr habt gesehen, ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, was ihr so im Internet findet. Egal, ob es jetzt, wie bei mir in dem Fall, halt wahnsinnig teuer ist. Oder auch wenn es nicht wahnsinnig günstig ist, auch wenn es nicht wahnsinnig teuer ist. Fallt bitte nicht auf solche Fake-Verkäufer rein, die zum Beispiel dann einen Namen haben,
der zum Beispiel so aussieht. Damit war es das hier mit dem heutigen Video. Wenn euch dieses Video irgendwie gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Wish, wenn ich das Ganze nochmal mit Wish machen soll, anstatt mit Amazon. Das bedeutet also, dass ich dann einfach nur auf Wish gehe und nur irgendwas eingebe und dann mal gucke, was es da so für tolle Sachen gibt. Wish ist ja auch eine ganz tolle Seite. Lasst ein Like da, abonniert hier den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und letztes Video könnt ihr auch abchecken. Ne? Alle Videos könnt ihr abchecken. Und damit bis zum nächsten Mal und ciao. Leute, hier nochmal ein kleiner Appell. Bitte fallt nicht auf irgendwelche Sachen rein. Egal, ob solche Sachen sind, wie hier in meinem Fall oder ja, bei den Fällen hier bei Amazon, ne, mit solchen tollen Verkäufernamen. Zum Beispiel, dass ihr ein Virus habt auf eurem Handy oder wie auch immer. Ne. Deswegen passt auf euch auf.